Hallo, ich bin Mia Amber. Oder vielleicht kennt ihr mich auch unter dem Namen Mia Frost. Meine Eltern sind oder waren Hayley und Clemens Frost. Ich bin eine junge Teenagerin, die nicht gerade sehr viel Glück in ihrer Kindheit hatte. Schon früh habe ich meine Eltern verloren. Danach wusste ich nicht mehr, wie mir geschah. Meine vielen Geschwister konnten mir da auch nicht weiterhelfen. Als ich dann auch noch meinen Ehemann Morgan verlor, hatte ich überhaupt keinen Halt mehr. Ich verlor mein Zuhause und alles, was ich noch hatte. Von dort an nahm ich viele Dinge an mich, die ich schön fand, auch wenn sie mir nicht unbedingt gehörten. Und auch wenn ich schon so viel hinter mir habe, werde ich meinen großen Traum von einer reichen und glücklichen Familie erfüllen. Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's los mit dem allerersten Teil von der Stehlen Challenge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen möchte, denn ich habe mir so eine kleine Challenge ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Ich habe auf jeden Fall nichts im Internet dazu gefunden. Auf jeden Fall handelt die Challenge um einen Teenager, die sich eben ja bei den ein oder anderen ja Nachbarn einnisten muss und dort dann eben versuchen muss, ja Sachen zu stehlen. Und diese muss sie dann immer samstags und sonntags ja auf ihrem Geschäftsgrundstück verkaufen. So ist das Grobe, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe. Ja, ich werde euch mal ganz kurz die Regeln vorstellen. Die werde ich euch auch in die Infobox packen, falls das jemand nachspielen möchte. Also zum Sim jetzt hin, wir brauchen einen Teenager, eine Teenager-Hexe. Ja, also diese Challenge könnt ihr normalerweise auch spielen, wenn ihr eben nur das Basisspiel habt oder meinetwegen nur Reich der Magie und das Basisspiel. Also das ist dann schon so möglich. Also das ist die gute Mia Frost. Das ist unsere Teenagerin. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sie vielleicht erkennt. Auf jeden Fall ist Mia aus dem Schwarze Witwen Let's Play. Sie ist die Tochter, also die eine der letztgeborenen Töchter von Hayley gewesen. Und ja, ich dachte, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir in dieser Familie bleiben würden. Also von der Schwarzen Witwe. Dann haben wir nämlich auch schon einen Bezug zu den anderen Familienmitgliedern und können dann auch somit ja den Stammbaum weiter vervollständigen, weil wir haben ja noch so viele ja Kinder in der Schwarzen Witwe Challenge gehabt, wo wir jetzt überhaupt nicht sehen konnten, wie es da weitergeht. Und mich interessiert es und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Also habe ich mir gedacht, starten wir doch einfach hier in dieser Challenge weiter. So, genau. Also das ist die gute Mia. Sie ist eine Hexe. Dann muss sie die Schule abbrechen, falls ihr Highschool-Jahre habt. Das können wir gleich noch machen. Ich glaube, das müssen wir hier über den PC machen. Nicht über den PC, über das Handy. Wahrscheinlich unter den Aktenkoffer. So. Nee, Restaurant. Okay, müssen wir dann wahrscheinlich über den PC machen. So, dann, sie muss kleptomanisch sein. Wo haben wir denn hier jetzt die Eigenschaften? Kleptomanisch, da. Hier, sie hat die Eigenschaft kleptomanisch und sie muss als Hexe den Zauber Diebesgut freigeschaltet haben, denn dann können wir noch ein bisschen mehr und sogar größere Objekte stehlen. Wie wir sehen, hat sie bisher noch keinen einzigen Zauber gelernt. Das heißt also, wir müssen das innerhalb von dem Spiel machen. Merkmale, also die anderen Merkmale sind frei wählbar. Das Bestreben ist herrlich reich. Das haben wir auch hier. Dann, dass sie keinen Job haben und ihr Unfug-Level muss auf Level 10 gebracht werden. Sehen wir auch hier, hat sie überhaupt nicht. Dann zur Challenge. Sie muss auf ein leeres Grundstück ziehen. Das haben wir hier. Sie hat einen schrecklichen Verlust erlitten. Ja, wie ihr vielleicht schon im Intro gesehen habt und wie ihr vielleicht auch hier unten seht, sie war mit Morgan Amber verheiratet und durch einen tragischen Unfall ist er halt verstorben und deshalb ist sie jetzt hier ganz alleine auf ihrem Heimatgrundstück ohne irgendetwas. Dann muss sie ein Geschäftsgrundstück besitzen. Das Geschäft habe ich schon platziert. Wir reisen da einfach mal ganz schnell hin. Das müssen wir uns aber noch kaufen. So, jetzt ist die Frage, hatte ich das hier platziert? Nee, ich suche es mal ganz schnell. Also ich finde es jetzt hier leider nicht auf die Schnelle, aber das ist nicht schlimm, das kann man gleich schnell nachbauen. Dafür dürfen wir uns dann also Geld ercheaten und das, was übrig bleibt, ja, müssen wir wieder auf Null setzen. Also wir dürfen uns ein kleines bisschen auf das Geschäftsgrundstück überweisen, weil ich nicht weiß, ob wir, wenn wir 0 Simoleons haben, ob das Geschäftsgrundstück dann trotzdem
da ist, also dass wir das dann trotzdem öffnen machen. Wir können uns ja hier mal einen Einzelhandel kaufen. Falls ihr das nachspielen wollt, könnt ihr die Sachen, die ihr gestohlen habt, auch über ja, das Haushaltsinventar oder eben hier über das Sim-Inventar verkaufen. So, ich würde vorschlagen, wir gehen hier an die Magnolia-Promenade. Hier haben wir dann auch schon ein Grundstück, weil hier haben wir nämlich mehr Sachen, also hier kommen nämlich mehr Sims hin, ja, um das Ganze zu kaufen. Also kaufen wir uns jetzt einfach mal hier dieses Grundstück. Welches Grundstück ihr euch kauft, das ist euch überlassen. Dann habe ich ja schon gesagt, dass dieser Sim in der Nachbarschaft umherreisen muss und sich dort einnisten muss. Wir müssen uns dort dann einnisten. Da ist es jetzt egal, ob es freundschaftlich oder eben anders ist. Dann müssen wir unsere Freunde bestehlen. Wenn wir rausgeschmissen werden, müssen wir in ein anderes Haus gehen, also in eine andere Familie. Öffentliche Gebäude dürfen auch bestohlen werden. Dann gibt es hier noch einen sehr hübschen Kühlschrank. Den zeige ich euch auch mal ganz kurz. Hier, das ist der Kühlschrank Betrugtruhe. Und zwar, wenn wir den da hinstellen, können wir da schlechte Lebensmittel verkaufen. Also können wir auch Lebensmittel von anderen Grundstücken, ja, mopsen. So. Genau, wenn wir beim Stehen erwischt werden, müssen wir umziehen. Wenn die Häuser irgendwann nichts mehr haben, was sich stehen lässt, kann man auch neue Objekte platzieren oder eben ja ein anderes Haus runterladen. Das ist dann euch überlassen. Verkaufte Waren dürfen nicht wieder aufgefüllt werden. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen keine Angestellten anstellen und wir dürfen erst wieder auf die Jagd gehen, wenn alles verkauft worden. Vorteilspunkte dürfen ausgegeben werden. Genau, bei öffentlichen Gebäuden oder Festivals dürfen auch kostenlose Souvenirs mitgenommen werden. Genau, das Hausgrundstück, weil wir brauchen ja ein herrlich groß, also wir brauchen ja ein Haus, wo unser Sim dann später eben leben kann und unsere Familie. Da dürfen wir das allererste Mal bauen ab 1000 Simoleons, weil ich dachte, ab 1000, ja, hat man schon eine gute Grenze, sage ich jetzt einfach mal, wo man sich was erbauen kann, aber auch noch nicht so viel. Und dann wird es halt immer weiter gestaffelt, dann ab 1000, dann 2000, 3000 und so weiter. Eine Familie darf gegründet werden, aber nur der Starter-Sim, also praktisch jetzt hier unsere Mia, darf das Bestreben, oder was heißt das Bestreben, darf das Vorhaben weiterführen, was wir eben jetzt starten werden. Das erwirtschaftliche Geld muss in das Haus gesteckt werden. Also es darf jetzt nicht hier auf dem Grundstück gewohnt werden. Also natürlich darf euer Sim jetzt hier auf dem Grundstück wohnen, solange sie das Geschäft hier hat. Sobald sie aber Familie hat, muss sie eben ja auf das andere Grundstück gehen und darf eben nur zu diesen Geschäftszeiten hier auf dieses Grundstück. So, das Ziel ist es, ein schönes Haus zu haben, das herrlich Reichbestreben abgeschlossen zu haben und Funk auf Level 10 zu haben. Die Challenge gilt als verloren, wenn wir kein schönes Haus haben oder wir das herrlich Reichbestreben nicht abgeschlossen haben. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt das allererste Mal in eine Familie und natürlich werden wir jetzt nicht als allererstes unsere ja, Familie besuchen und sie dann bestehlen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Sense Acquired und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach hier mal zu Luna Sullivan. Natürlich ist es euch überlassen, welche Häuser ihr dann als allererstes abklappert. Das ist ganz egal. So, hier sind wir. Dann klopfen wir doch einfach mal an und fragen, ob wir reinkommen dürfen. Und nee, schade. Die Fahrräder können wir leider noch nicht stehlen. So, es sind hier noch alle wach. Und dann werden wir uns doch einfach mal der guten. Wie heißt sie denn? Xotin? Wir nennen sie einfach Luna. Das ist einfacher, einfacher. Wir werden uns jetzt hier einfach mal freundlich vorstellen. Hey Luna, mein Name ist Mia. Mia Frost. Schön, dich kennenzulernen. Und auch die gute Luna ist von uns positiv beeindruckt. Dann beschweren wir uns hier einmal über die Probleme und schauen dann einfach mal, wo wir uns nachher hinlegen können. Also hier ist natürlich eine Couch, die wir hier benutzen können. Da ist dann auch die gute Eleanor Sullivan. Ich glaube, die wohnt sogar hier. Also wir haben hier ja, 1, 2, 3, 4 Betten, wo wir dann eventuell schlafen könnten. Aber wir schmeicheln uns jetzt erst einmal bei ihr ein, damit wir eben jetzt nicht direkt rausgeschmissen werden, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen zu essen holen. Dann schwärmen wir hier einmal von unserem Lieblingsstar
Und dann schauen wir mal, ob die Guten hier einen PC haben, damit wir uns auch hier von der Highschool austragen können. Ne, anscheinend haben die das nicht. Dann werde ich wohl in eine öffentliche Bibliothek irgendwo gehen. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir hier auch irgendwas haben, was wir hier mopsen können. Bei klassischer Musik entspannen. Okay, hier diese Figur haben wir, die wir eben nehmen können. Wir werden uns hier einfach mal ein Happen zu essen nehmen und freuen uns dann auch mit der Tochter an, mit Camille. Oder wie heißt es? Kamin? Ja, wir nennen sie einfach Kamin. Und dann... Hey, mein Name ist Mia. Schön, dich kennenzulernen. Und natürlich stellen wir dann auch uns Eleanor vor. Wir zeigen ihr auch einmal Respekt. Wie gesagt, damit wir jetzt hier nicht direkt rausgeschmissen werden. Hallo Eleanor, schön euch kennenzulernen. Ich hoffe, ich störe euch zu Abend nicht. Ich meine, so früh am Abend, es ist morgen 5 Uhr. Und yay, Respekt, sie hat eingeklatscht. Dann werden wir dann hier einmal versuchen, diese Statue zu stehlen. Okay, das ist keine gute Idee. Eleanor geht hier in das Wohnzimmer rein. Wir wollen ja nicht direkt hier, ja, rausgeschmissen werden. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier ins Kinderzimmer rein und stehlen hier ein paar Sachen. Das Gute ist, wir müssen halt hier jetzt ja ein bisschen warten, bis wir wieder stehlen können. Und in der Zeit kann Mia ja eigentlich auch ein wenig, hier was mit der Highschool für Prüfung lernen, ne, okay. Magie üben und ich glaube, es läuft unter schelmische Magie, wenn es mich nicht täuscht. Wir schauen mal ganz kurz nach. Schelmische Magie, genau, Diebesgut. Also das ist der Zauber, den wir erlernen müssen, Diebesgut, damit wir eben jetzt hier auch andere Sachen klauen können. Denn jetzt müssen wir hier nämlich abwarten, bis hier dieses Icon abgeklungen ist. Und es dauert normalerweise 2 Sim-Stunden, aber wir haben ja jetzt im Prinzip erst eine Sache, ja, die wir am Samstag verkaufen können. Und das ist ein bisschen wenig, da lohnt sich das eigentlich nicht, das Geschäft aufzumachen. Aber wir lernen jetzt hier einfach mal ein klein wenig und dann werden wir schauen, was wir denn so erlernen können. Okay, Mia hat einen neuen Zauber entdeckt, in Verzweiflung stürzen. Das ist jetzt eigentlich nicht der Zauber, den wir haben wollten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden jetzt hier einmal auf Toilette gehen. Und ich sehe gerade, alle Sims sind hier am Schlafen. Dann werden wir doch hier einfach mal ein Nickerchen machen. Mal schauen, ob uns das gestattet ist. Weil Eleanor hat ja hier auf dem Sofa geschlafen. Okay, das dulden wir hier nicht. Hör auf. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten natürlich auch versuchen. Also wir müssen ja die aus der Schule austreten. Ich probiere jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier auf Mitmachen gehe und dann ständig den Unterricht schwänze, müsste das ja theoretisch auch Konsequenzen haben. Ich möchte nämlich einfach mal probieren, ob wir ja da auch Sachen stehlen können. Also gehen wir einmal mit in die Highschool. So, und da sind wir angekommen. Das hier machen wir jetzt einfach nicht, weil wir, wie gesagt, wir sind ja eigentlich nur hier, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Also ob wir hier irgendwas stehlen können. So, also bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, was wir hier stehlen können. Es ist auch im Moment... ist auch hier nichts da, was wir hier so anklicken können. Magie, Diebesgut. Oh, warum können wir denn hier schon den Diebesgut-Zauber machen? Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben Diebesgut ja noch nicht erlernt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir nutzen das jetzt einfach mal aus und klauen uns am Snackautomaten einen kleinen Snack. Wenn die gute Mia denn hier mal sich zum Snackautomaten macht. Und dann schauen wir mal, ob wir den... Oh, das ist jetzt natürlich nicht so gut gelaufen. Wir wollten den guten, den guten Snackautomaten einfach klauen. Und dann haben wir ihn einfach mal pulverisiert. Aber na gut, nichtsdestotrotz, wir haben hier noch ein paar andere Sachen, die wir hier vielleicht stehlen können. Nee, da können wir nichts stehlen. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Vielleicht können wir hier die Staffelei. Nee, können wir auch nicht. Hier vielleicht die Geige oder so. Nee, können wir auch nicht. Dann schauen wir mal unten. Nee, können wir auch nichts machen. Schauen wir mal ganz kurz hier. Ob wir uns hier an der Highschool austragen können. Highschool abbrechen. Da wir ja hier sowieso nichts
kaufen, nicht kaufen, stehlen können, werden wir jetzt hier einfach mal die Highschool abbrechen. Wir haben ja eh einen PC gebraucht, um das machen zu können. Dann ist das sowieso gut, dass wir das dann hier dann jetzt machen. Bist du sicher, dass du die Highschool verlassen möchtest? Du kannst dich nicht wieder einschreiben und manche Karrieren werden nicht für dich verfügbar sein. Du kannst dir doch ein Highschool-Diplom am Computer erwerben. So, das machen wir dann einmal. Mia hat die Highschool abgebrochen. Sie kann einige Karrieren erst einschlagen, nachdem sie ihr Diplom online erworben hat. Ja, das ist kein Problem. Das Gute hier dran an der Highschool ist, dass wir die auch besuchen gehen können. Also wenn wir dann irgendwann den Diebesgut-Zauber erlernt haben, werden wir dann hier definitiv nochmal zurückkommen und dann hier einige Objekte stehlen. Da meine Sims ja hier sowieso nicht zur Schule geht, ist das nicht so schlimm. So, wir haben 2 Magiepunkte bekommen. Mal schauen mal hier, Wissen ist Magie. Dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Außerdem erhöht sich diese Interaktion das magische Wissen. Ja, sehe ich mir jetzt drin? Experimentator. Oder beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten. Fehlschläge werden reduziert. Ja, finde ich auch gut und ich würde sagen, entladen ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Zauber, den wir hier definitiv brauchen werden. Wir haben einen neuen Zauber entdeckt, ins Delirium versetzen, okay. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn diese Kugel hier voll ist und sie platzt, wird mein Sim, oder in dem Fall die gute Mia, mit, ja, diesem Zauberblitz getroffen und da kann es dann sein, dass sie dann auch stirbt. Das wäre jetzt, wie gesagt, nicht gut. Weil wir ja eben hier unser Vorhaben noch vollenden wollen. So, dann schaue ich mal, wie lange Mia jetzt braucht, um noch einen Zauber zu erlernen. Enola ruft an. Hey, ich habe gehört, die Festival-Shirts sollen absolute Hammer sein. Lass uns hingehen und eins kaufen. Ja, können wir gerne machen, denn da können wir nämlich hier noch ein paar Sachen versuchen zu stehlen. So, und da sind wir angekommen. Wo haben wir denn Enola? Da. Dann werden wir Enola einmal freundschaftlich umarmen. Hey Enola, danke, dass du mich aus diesem Trott mal rausnimmst. Das hat mir echt gut getan. So, dann werden wir jetzt hier mal schauen, was wir hier so alles stehlen können. Ich glaube, unsere Schelmfähigkeit ist damit noch viel zu klein, um hier was stehlen zu können. Na gut. Aber das ist nicht so schlimm. Können wir hier was? Ne, wir können hier nur zusammen den ultimativen Spaß mit Clickblock machen. Können wir ja gerne mal etwas tun. Oh, ich muss noch mein Geld auf nur setzen. So, damit wir uns hier auch nichts kaufen können. Ich meine, wir müssen uns zwar ein Festival-Shirt kaufen, aber es ist ja hier Sinn der Sache, dass wir eben, ja, das Ganze uns erarbeiten. So, ich beende das hier jetzt einmal vorzeitig und dann werde ich mich nochmal zurück in die andere Familie begeben. Also zu Familie Sullivan, denn dort wurden wir ja schließlich noch nicht rausgeschmissen. So, dann klopfen wir jetzt hier einmal an die Tür. Mal schauen, ob die Familie Sullivan uns reinlässt. Ja, das tut sie. Das ist sehr nett von euch. Hallo, da bin ich wieder. Und ich versuche euch nicht auszurauben. Schauen, ob wir hier das Freundschaft-Armbändchen-Set stehlen können. Ja, das hat funktioniert. So, dann werden wir uns hier natürlich noch einen Snack gönnen. So ein Gericht nehmen, weil da sind sie ja nicht so penibel drin wie ja, bei den anderen Sachen. Die gute Luna geht wahrscheinlich arbeiten oder joggen. Und jetzt ist nur noch die gute Eleanor da. Leider können wir jetzt hier noch nichts stehlen, weil wir vor kurzem erst ein Objekt gestohlen haben. Aber wir schauen mal, ob die gute Eleanor uns erlaubt, uns hier ein bisschen zu entspannen. Oder ob sie dann auch meckert. Wir machen jetzt hier einfach mal ein Nickerchen. Nein, sie erlaubt es uns. Das ist doch nett. So, und dann schauen wir mal, wie es ist, wenn wir hier schlafen. Weil wir müssen ja natürlich auch auf unsere, nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern auf unsere Bedürfnisse hier achten. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch vielleicht irgendwas haben, was wir hier stehlen können. Weil ich weiß, wir können auch irgendwann Lampen stehen.
Aber Moment. Ah, jetzt können wir schon. Aber ich würde halt gerne hier diesen Snack stehlen. Wir werden einfach mal die Gute herbeirufen, damit sie eben in ein anderes Zimmer kommt. Und ich glaube, sie hat Pubertätsprobleme, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ah, okay. Die Gute Sullivan kommt. Dann werden wir jetzt hier einfach mal das Gericht stehlen. Der Hoffnung, dass uns jetzt hier keiner erwischt. Ja, wir haben das Essen gestohlen und wir haben die Schelmfähigkeit 2 erreicht. Und ich würde sagen, so traurig wie die gute Mia jetzt hier schaut, werden wir die gute Mia auch nochmal zurückteilen. Wir werden versuchen, in den nächsten Teilen unsere Fähigkeiten in Sachen Stehlen zu, ja nicht zu perfektionieren, aber zu steigern. Wie gesagt, falls ihr das Ganze nachspielen wollt, unten in der Infobox findet ihr dazu auch Regeln. Wir sehen uns definitiv im nächsten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!